willkommen beim ESP Immobilien Startup Podcast. Finanzielle Bildung, Immobilienfachwissen nicht nur für Starter. Hol dir jetzt meine 10-Schritte-Checkliste auf immobilien-startup-podcast.com. Mein Name ist Christian Schönfelder und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Immobilien Startup Podcast, Folge 69. Heute mit dem dritten Teil zum Thema Steuern und Immobilien. Wieder mit einer Menge Zahlen und dem Hinweis, ich bin kein Steuerberater, darf diese Beratung auch nicht vornehmen. Wenn du Detailfragen hast, deine persönliche Situation gern bewerten möchtest, dann wähle einen Steuerberater deines Vertrauens oder wende dich ans Finanzamt. Hier und heute nur meine persönlichen Erfahrungen und Eindrücke, meine Meinung zum Thema Immobilien und Steuern. Das Grundthema der heutigen Folge ist die Steueroptimierung. Also das heißt, haltungsnaher Aufwand ist heute ein Thema und auch der Grundstücksanteil. Kommen wir zum Punkt haltungsnaher Aufwand, sprich Erhaltungsaufwendungen. Also du hast bei einer Immobilieninvestition zwei grundlegende unterschiedliche Kostenfaktoren. Das einerseits sind das die Anschaffungs- und Herstellungskosten beziehungsweise Kosten für die Erhaltung, also Aufwendungen für den Erhalt der Immobilie. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten hatte ich in den beiden ersten Folgen schon herausgestellt. Das sind die Kosten einerseits für den Kauf, aber auch die Nebenkosten wie Grunderwerb, Notar, Makler, Architektenhonorar, was da alles so reinzählt. Das sind alles Anschaffungskosten, die für eine Immobilie zu Buche schlagen. Nun musst du darauf achten, dass du in den ersten 3 Jahren weniger als 15% in die Erhaltung investierst. Denn nur so kannst du diese Kosten sofort abschreiben, sofort geltend machen und sie zählen nicht zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten hinzu. Übersteigst du diese 15% Hürde, und auch das ist nur eine weiche Prozentzahl, das ist nicht wirklich festgeschrieben und kann von Finanzamt zu Finanzamt auch etwas kritischer oder anders bewertet werden. Man spricht aber in der Regel von 15% und zwar auch in der Regel von 3 Jahren. Du solltest natürlich für dich hier etwas Luft lassen, also auch nicht im ersten Jahr 15% investieren, indem du die Heizungen und Fenster erneuerst, sondern dass du wirklich etwas Luft lässt. Nicht, dass dich im dritten Jahr zum Beispiel eine ausgefallene Heizung über die 15% Hürde schnellen lässt, so dass alles zu den Anschaffungskosten zählt. Und was passiert dann? Diese ganzen Investitionen kannst du nur über 50 Jahre, wie das ganze Gebäude, abschreiben. Bleibst du unter den 15%, kannst du sie in aller Regel sofort als Werbungskosten abschreiben. Ein kleiner Stolperstein jetzt für dich als Info noch, auch die Eintragung der Grundschuld sind schon Werbungskosten. Also bitte verpasse nicht, diesen Kostenfaktor hier mit zu berücksichtigen. Der zweite Punkt, den ich hier gerne ansprechen möchte, ist der Unterschied zwischen einem Grundstück und einer Immobilie. Ich hatte es in der ersten Folge schon herausgestellt, du kannst eine Immobilie über den Nutzungszeitraum abschreiben, und das sind in aller Regel 50 Jahre. Bei Gebäuden über vor 1925 ist die Abschreibung etwas höher. Und zwar ist hier dann der Nutzungszeitraum auf 40 Jahre herabgesetzt. Das bedeutet für dich, es sind linear nicht jedes Jahr 2%, sondern 2,5% als AFA zu berücksichtigen. Für Grundstücke selbst kannst du keine AFA ziehen. Grundstücke verschlechtern sich nicht, verlieren nicht an Wert. Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus diesem Grundgedanken ist es jetzt für dich sicherlich nicht unentscheidend, den Grundstückskaufpreis oder den Kaufpreis, der rein für das Grundstück zu Buche schlägt, niedrig zu halten. Gerade heute, wo Immobilien in Städten recht teuer sind, also der Quadratmeterkaufpreis recht hoch ist, ist es wichtig, dass möglichst wenig auf das Grundstück abfällt. Du hast bei einem Immobilie immer einen gewissen Anteil des Grundstücks, was du mitkaufst. Und selbst bei einer Eigentumswohnung hast du einen gewissen Grundstücksanteil in deinem Kaufpreis mit drin.
Was passiert jetzt aber im Detail? Und zwar hast du die Möglichkeit, und dafür gebe ich dir gerne ein Dokument weiter, das kannst du dir in den Shownotes anklicken, herunterladen. Du kannst ein fiktives Baujahr festlegen. Und das passiert immer genau dann, wenn die Wohnung oder das Haus saniert wurde. Ich habe für dich ein Beispiel vorbereitet. Da reden wir von einem Investment in eine Immobilie von 1910 und die Sanierung hat 2000 stattgefunden. Immer dann, wenn die Sanierung in dem Gebäude weniger als 20 Jahre her ist, kann analog zu den Vorgaben der Richtlinie zur Ermittlung des Sachwertes eine modifizierte Restnutzungsdauer, also ein fiktives Baujahr, bestimmt werden. In diesem Fall wäre das fiktive Baujahr jetzt 2000. Was bedeutet das jetzt im Detail? Angenommen, du kaufst eine Wohnung und jetzt habe ich hier als Beispiel Leipzig herausgenommen. Das Gebäudejahr ist 1910. Die Wohnung kostet mit Nebenkosten 230.000 Euro. Der Bodenrichtwert beträgt 1.150 Euro. Das Grundstück hat 290 Quadratmeter und der Miteigentumsanteil sind 159 von 1.000. Jetzt bedeutet das, dass ich Grund und Boden zum Gebäude mit 17,3 zu 82,6% zu 82,7% verteilen. Also 17,3% deines Kaufpreises kannst du nicht abschreiben und 82,7% kannst du linear abschreiben mit 2,5%. 2,5% deswegen, weil das Gebäude vor 1925 errichtet wurde und sich hier die Nutzungsdauer auf 40 Jahre berechnen lässt. Wenn du nun in dem Gebäude verschiedene Modernisierungen vorgenommen hast, zum Beispiel das Dach wurde erneuert, die Fenster und die Außentüren wurden erneuert, dann verändert sich das Baujahr zu einem fiktiven Baujahr. Und fiktiv wird jetzt ein neues Baujahr angenommen, und zwar je nachdem, wie viel du hier Modernisierungen mitkaufst. Also Leitungssysteme, Heizungsanlage, Außenwände. Wenn das alles gemacht ist, dann verschiebt sich die Herstellung im besten Fall bis zu 1994, also gute 84 Jahre später, oder sprich heute vor 13 oder 14 Jahren. Durch diesen neuen Herstellungsjahr, durch das neue fiktive Baujahr, verändert sich auch die Wichtung von dem Gebäudewert hin zum Grund und Boden. In dem speziellen Fall, wenn alles umfassend modernisiert ist, habe ich nicht mehr das Baujahr 1910 zur Betrachtung, sondern ein fiktives Baujahr von 1994. Und wenn du dich jetzt daran erinnerst, hatte ich jetzt vorrangig 17,3% auf Grund und Boden. Das hat sich reduziert auf 8,2% beziehungsweise 91,8% für das Gebäude. Das wiederum heißt, dass deine Abschreibung sich enorm erhöht hat. Du kannst jetzt abschreiben, jährlich 2,5% von dem jetzigen Anteil des Gebäudewertes von 211.000 Euro. Das sind im Jahr 5.275 Euro. Zuvor, um das einfach als Vergleich nochmal herzuziehen, betrug der auf das Gebäude entfallende Kaufpreis nur 190.000 Euro und du konntest somit im Jahr 4.750 Euro geltend machen. Relativ viele Zahlen, nochmal zusammengebrochen auf das Ergebnis. Im Jahr sind jetzt hier 525 Euro höhere AFA möglich. Einfach nur aus dem Hintergrund, dass du das fiktive Baujahr als Bewertungsgrundlage nimmst und nicht das tatsächliche. Wenn du für deinen nächsten Kauffall nun dieses Vorgehen für dich verwenden möchtest, habe ich vom Bundesministerium für Finanzen eine Berechnungstabelle, die du dir runterladen kannst, eine Excel-Tabelle. Trage hier deine Werte ein, ermittle für dich den neuen Kaufpreisanteil für das Gebäude. Und dann wünsche ich dir gute Geschäfte, viel Spaß damit für heute. Und hier soll es das gewesen sein. Wenn es Fragen dazu gibt,
Dann stell mir die gerne nochmal der Hinweis, das ist keine steuerliche Beratung, die kriegst du bei deinem Steuerberater. Ich wünsche dir die besten Investments und sage tschüss und bis bald. In der nächsten Folge sprechen wir über Denkmal-AFA und Sanierungsgebiete. Bis bald. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes der Sendung. Schön, dass du dabei warst. Schau doch bitte auch auf www.startup-podcast.com. Dort findest du die 10-Punkte-Checkliste für dich zum kostenlosen Download, wie auch du zu deiner ersten Immobilie kommst. Wenn du mir noch einen Gefallen tun möchtest, dann freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes. Vielen Dank und bis bald für dich, die besten Investments.